Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Noppe. Heute mit dem Bluebricks Pro Traktor, hergestellt von Kater. Dies ist ein Set, welches mir vom Westküstenfan für dieses Video zur Verfügung gestellt wurde. Also vielen Dank dafür. Den Kanal verlinke ich euch in der Videobeschreibung und in einer Infokarte. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem Rahmen da an. Da ist ein Set von der Marke Kader, also es wurde von Bluebricks von Pascal entworfen, aber es wurde von Kader hergestellt. Deshalb würde ich es jetzt mal eine Kooperation zwischen Bluebricks und Kader als Marke nennen. Aus der Serie ist von Bluebricks die Pro-Serie mit 1652 Teilen für 149,95 Euro und es ist im Jahr 2020 erschienen. Ich würde sagen, bevor wir zu dem großen Traktor kommen, schauen wir uns erstmal die Anleitungen an. Es sind drei Stück. Aufkleber sind nicht dabei. Da sind sie hochwertig gedruckt. Und so wird es dann gebaut. Bei dem Set ist es hier, aufpassen, dass es nicht knickt, klassisch im Kader-Stil, dass die verbauten Teile ausgegraut sind und die Teile, die man gerade verbaut, sind in Farbe gedruckt. Darstellungsgröße und alles in Ordnung. Es gibt durchlaufende Seitennummern, das heißt, in der nächsten Anleitung beginnt es nicht bei Seite 1, sondern da, wo man hier aufgehört hat. In Anleitung 3 ist das auch so. Ist aber eine schöne Anleitung. Ja. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Modell. Und das ist dieser Kollege hier mit dieser Fernbedienung. Ich messe jetzt erstmal diesen Traktor aus, so wie er jetzt ist. Also in der Länge sind wir bei 50 cm, in der Breite bei so 22, 23 und in der Höhe sind wir so auch so bei 22 cm. Und die Steinequalität ist in Ordnung, ist sehr gut, kann man schön verbauen. Einmal ist der Westküstenfan mal hier vorgetreten, dann geht das natürlich kaputt, aber das Teil war perfekt. Diese Last muss ja ein Teil nicht aushalten, wenn man dann dagegen tritt. Ist aber nicht schlimm. Wenn man es nicht weiß, fällt es keinem auf. Dann haben wir hier diese Fernbedienung. Dann können wir hier vorne diese Motorhaube aufklappen. Der Westküstenfan hat ja auch noch, weil er so gerne Licht mag, Licht zusätzlich mit eingebaut. Das ist nicht im Set enthalten. Wie ihr seht, kann man das aber problemlos ergänzen und es ist auch mit dem, also das Lego Power Functions System ist auch mit dem Kader Pro System und auch mit dem Kader alten motorisierten System, also mit dem normalen Power Systems zu kombinieren. Dann haben wir hier auf dieser Akkubox einen Knopf, den drückt man drauf, dann blinkt er. Dann drücken wir hier auf die Fernbedienung, es blinkt auch kurz, wenn es nicht blinkt und es hier durchgehend leuchtet, hat es sich verbunden. Dann können wir das hier wieder zumachen. Und dann haben wir hier diese Fernsteuerung. Hiermit kann man fahren, vorwärts und rückwärts. Der wird jetzt hier auf dieser kleinen Fläche nicht sonderlich schnell. Die Motoren haben aber ordentlich Dampf und die fahren bei diesem Set langsam an. Das ist eine Besonderheit von diesem Set. Ich versuche den hier mal hochzuheben. Und dann seht ihr, der kommt ordentlich auf Trab vorwärts und rückwärts. Dann haben wir eine Lenkung. Ich heb den auch mal an, denn die Räder haben so viel Grip, da wollen wir den Armservomotor nicht quälen. Stellt aber auch schön zurück. Funktioniert gut. Dann ist er gefedert vorne, so wie hinten. Gefällt mir ziemlich gut. Dann haben wir hier hinten noch ein paar Funktionen. Also erstmal, jetzt muss ich selbst gucken, können wir hier mit Gelb die Funktion ausführen und mit Schwarz, also hier oben den Schultertasten, umschalten. Denn hier ist ein Servomotor und da ist ein Getriebe mit zwei L-Motoren. In der Leerposition wird das hier gekippt. In der einen Position vom Servomotor fährt das hoch und runter. In der anderen Position kann man das hier ausklappen. Ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt. Man kann es hier kippen. Und dann merkt ihr, die kommen auch ordentlich auf Speed. So. Oh, der ist gerade runtergesackt. Klappt das noch?
So, ja, wir haben es jetzt abgesenkt. Ein weiterer Nachteil von diesem Set ist, dass das Getriebe sehr locker gebaut ist und dann hält das manchmal dem Druck der Motoren nicht stand. Ich fahre jetzt mal kurz ein Stück nach vorne. So. Und dann können wir das hier ausklappen. Man muss auch aufpassen, denn die Motoren haben ziemlich viel Dampf und die drehen dann hier ziemlich schnell über und dann kann man hier dann das Feld bearbeiten. Ich fahre jetzt, oder ich kann ihn jetzt mal bei der Breite ausmessen, denn da hat sich jetzt auch was verändert. Und da stehen wir dann so bei 29, 30 Zentimeter. Ich hoffe, ich habe jetzt da drin nichts kaputt gemacht, denn bei der Funktion, dass man das hier hoch und runter fährt, ist eine Rutschkupplung verbaut und so ein kleines Zahnrad. Also das Gegenstück zu dem Zahnrad von der Rutschkupplung, also so ein ganz kleines Zahnrad. Das geht schnell mal kaputt, da verbiegen sich dann die Zacken, trotz Rutschkupplung, da hier einfach ordentlich Gewicht dran ist. Das wackelt auch ein bisschen, das ist so gedacht. Und dann hat man halt das Problem, dass die Rutschkupplung sehr kräftig ist und die fragt sich gar nicht durch, ob ihr ein normales Zahnrad oder die Rutschkupplung einbaut, macht eigentlich keinen Unterschied. Das Zahnrad wird trotzdem nicht geschont und die Motoren haben ja auch sowieso ziemlich viel Power. Das ist zu kritisieren. Blue Fritz will auch noch oder plant Anbauteile für dieses Set auf den Markt zu bringen. Das heißt, das kann man dann auch abnehmen. Ich habe das Set nicht gebaut, das hat der Westküsten-Fan gebaut. Daher weiß ich jetzt nicht genau, wie das abgeht. Guckt mal bei seinem Review vorbei. Da hat er das ausführlich erklärt. Es ist auch alles für den europäischen Markt. Bestimmt CE-Kennzeichen ist drauf. Hier müssen allerdings zwei Doppel-A-Batterien rein. Ich schalte jetzt die Fernbedienung mal wieder aus. Und dann auch hier die Akkubox, das Licht habe ich jetzt nicht gezeigt, denn das gehört ja auch nicht dazu. Der Westküstenfan hat das auf den Motor vom Fahren gelegt. Das heißt, wenn der losfährt, geht das Licht an. Hier drinnen auch ganz schön gelöst das Interieur. Hier sogar dieser Bildschirm angedeutet mit einem Print. Und auch hier hinten Print, alles voller Prints. Keine Aufkleber sind nicht enthalten. Es ist tatsächlich alles bedruckt. Das ist sehr schön und auch eine Ausnahme für ein Kadermodell. Denn normalerweise legt Kader ja auch Aufkleber bei, aber dieses Set ist bedruckt. Das ist wirklich toll. Und hier sitzt der Servomotor für die Schaltung. Es funktioniert auch alles gut. Einmal gab es das Problem, dass vom Kader mitgelieferte Feder kaputt war und zufällig hatte ich noch von dem Strandbarry B Modell eine Feder übrig. Das hat ja der Westküstenfan auch schon mal auf seinem Kanal vorgestellt und die hat er dann da reingebaut. Also, damit ist dieses Problem behoben. Federt aber genauso. Vom Design her ist es Geschmackssache. Mir gefällt er ziemlich gut. Diese Technik hier ist ein bisschen lästig, diese vielen Liftarme dann auf diese Flex-Axles draufzuziehen. Ansonsten normale Steine nicht verbaut. Oder wenig. So, auf Anhieb sehe ich hier keine. Also es ist anders als beim Teleskoplader, wo doch sehr viele normale Systemsteine verbaut sind. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit von diesem schönen Modell. Also ich finde, es ist wirklich gelungen. Die Funktionen sind toll für den Preis. Die Teileanzahl mit 5 Motoren, einer Akkubox und einer Fernbedienung 2,4 GHz Funk finde ich wirklich gerechtfertigt. Und hier mit beiliegendem USB-Kabel, das ist auch noch lobend zu erwähnen. Hier sieht man einen Micro-USB-Anschluss.
Das ist auf der einen Seite vom Kabel dran, auf der anderen Seite vom Kabel ist dann ein normaler USB-Anschluss dran. Kann man dann an solche Stecker anschließen oder bei sich einfach in den Laptop oder an den Rechner anschließen. Man kann aber auch von einem Mobiltelefon, was einen Micro-USB-Anschluss hat, oder einfach von einem anderes Kabel, wo ein Micro-USB-Anschluss dran ist, da reinstecken und das dann damit laden. Ladezeit beim Anfang ziemlich lang, irgendwie 6-7 Stunden. Mittlerweile ist er in 4 Stunden ungefähr fertig. Der Akku hält so ungefähr 45 Minuten durch. Und sehr positiv, der Akku zieht auch wirklich bis zum Ende durch. Der hört dann einfach auf und wirklich wie die Lego Power Functions dann schwächer. Das ist auch ein Unterschied und lobend zu erwähnen. Steinequalität ist auch in Ordnung. Ja, Funktionen sind toll, Bautechniken sind toll. Negativ ist jetzt, dass das Getriebe manchmal so ein bisschen hakelig ist und dass hier diese Funktion vom Motor praktisch gesprengt wird und die Zahnräder da leider vernichtet werden. Die Zacken biegen sich dann um. Das ist nicht sehr schön. Und deshalb würde ich diesem Set auch vollkommen verdient 9,5 Punkte geben. Ach, übrigens positiv sind auch noch die Prints. Ja, also ich finde, es ist ein sehr gutes Set. Und damit würde ich sagen, war es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne mal beim Westküstenfan vorbei, wenn ihr da auch noch genauere Einzelheiten wie beim Ableben hiervon wissen wollt. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Die Noppe und tschüss.